you ever been to Cuba? War einer von euch schon mal in Kuba? Ja, ich bin irgendwie ein bisschen neidisch. Ich war da noch nicht und ja, in Kuba gibt es einige Diskussionen und einige Fragen. Wie ist das mit dem Internet in Kuba und gibt es da Alternativen zu dem Internet, insbesondere in Kuba? Und das ist der Inhalt vom nächsten Vortrag. Das Internet in Kuba und Alternativen zum kubanischen Internet. Einen größeren Applaus für Will und Eduardo. Thank you. Awesome, yeah. Hallo, toll. Toll, dass ihr da seid. Das hier ist eine kurze Einführung sowohl über den wirklichen Status der Internetverbindung in Kuba, aber als auch darüber, was wirklich passiert, wie Leute Zugang zu Internet bekommen in Kuba. Ich bin Will, ich studiere in Michigan, ein Allerge, und er studiert in Kuba. Okay, lass uns mal anfangen. Wenn ihr euch anschaut, wie das offizielle Internet in Kuba aussieht, dann müssen wir hier anfangen. In Altexa, das ist der nationale Telekom- und Telefonie-Provider, aber der auch Internet-Service-Provider ist. Sie haben einige Läden in größeren Städten und in dem Land und für Touristen sieht das so aus. Man geht hin, kauft diese Karte. Die sind 1, 2 oder 5 Stunden Dauer. Man stretcht den PIN auf, man geht zu einem WLAN-Hotspot, man gibt das Benutzernamen und Passwort ein, man kriegt ein bisschen Zugang. Für Einwohner ist das etwas, was ähnlich aussieht. Sie haben einen Account mit Benutzernamen und Passwort, der ein bisschen länger dauert, länger gültig ist. Sie laden einen Wert drauf ein und sie gehen mit ihrer Langzeit-ID dann online. Und das Internet ist ein Platz, zu dem man geht. Das ist wieder, was ihr gehört habt im Open Observatory gestern, im anderen Talk, das ist das Internet als ein Platz. Das ist nicht unüblich, dass man das hier sieht in den Abenden, eine Reihe von Menschen, die zu ihrem lokalen Park gehen, wo der WLAN-Hotspot ist, um dort ihr Internet für den Tag zu bekommen, Internetmenge. So, dieser Graph zeigt, wie die lokalen Hotspots in Kuba verteilt sind. Das ist ein bisschen veraltet. Das Neueste sagt, dass es 508 Hotspots in der ganzen Land gibt aktuell. Aber hier sieht man schon, wie die verteilt sind. Also zum Beispiel in Havanna, da gibt es aktuell, also damals 60, und in San Teodoro de Cuba 27 von diesen Hotspots. Die Havanna hat aber inzwischen über 200 oder sowas. Und man kann mehr Informationen auf der Webseite sich herausfinden. Die Kosten für das Internet am Anfang, es wurde vor 2 Jahren ausgeliefert und damals waren es 2 CUCs. Und inzwischen ist der Preis bei einem CUC pro Stunde. Eine CUC ist äquivalent zu einem amerikanischen Dollar, also unter einem Euro, also pro Stunde. Das ist so ungefähr, was es wert ist. Man kann auch die Werte von diesen Karten weiterhin reduzieren. Aber der Punkt ist, es ist immer noch teurer, als was man in einem Flugzeug bezahlen könnte, also nur noch eine weitere Referenz zu haben. Und die sind schon ziemlich teuer. Ja. Also, wie sieht mobiles Internet in Kuba aus? Das ist die Einlog-Seite für Nueta, Webmail. Das ist ein Service, der gleichzeitig gestartet wurde wie die Outside-Kommunikations-Hotspots. Es funktionierte mit 2G, inzwischen ist es bei 3G, in großen Teilen des Standards und die Preise sind anders, aber es kostet immer noch so ungefähr 1 Euro pro Megabyte und das ist immer noch ziemlich viel. Für die meisten Kubaner auf dem Telefon ist nicht ins Internet. Man kann nicht einfach nur eine fremde Seite auf dem Handy laden. Dem Handyplan ist
Zugang zu E-Mail und das ist $1 pro Megabyte für E-Mail. Was ist, wie sieht das für Fremde aus? Vielleicht habt ihr das hier gesehen. Es gibt Roaming Agreements, die sind normalerweise $2 pro Megabyte Internet. Wenn man mit einer T-Mobile SIM oder einem anderen internationalen SIM kommt, dann geht es, aber kostet auch wieder $2 pro Megabyte, um zum um das externe Internet aufzurufen zu können. Wenn ihr vorher plant, dann ist es ein bisschen billiger. Das Digicel ist herausgekommen, dann kann das durch Amazon kaufen. Das ist eine vorbezahlte 100 Megabyte oder teilweise auch ein bisschen mehr und das reduziert die Kosten zu ungefähr 25 Cent pro Megabyte, wenn man diese größeren vorbezahlten Plans kauft. Man kann auch einen zweiten, also es gibt da auch einen Markt für diese Karten, für Kubaner, die mobiles Daten bekommen wollen, kriegen diese Daten importiert und sobald man so eine Karte hat, kann man sie wieder aufladen. Das heißt, diese externe Karte zu bekommen ist die eine effizientere Methode, um mobiles Internet zu bekommen. Dies ist der offizielle Weg, wie man sich in Kuba mit dem Internet verbindet. Aber es gibt auch noch Alternativen. Es gibt WLAN-Sharing und andere Netzwerke, Paket und isolierte Netzwerke. Was sind diese einzelnen Netzwerke? El Paquet ist ein Terabyte Daten. Das ist eine Terabyte Festplatte, Multimedia, TV-Serien, alles, was man auch auf dem echten Netzwerk hat. Es wird in einer Woche gesammelt, auf einer Festplatte gespeichert und dann wird in der Stadt die Daten verkauft. $1 bis $5. Dann gibt es WLAN-Sharing. Das ist das üblichste App dafür, ist Connectify und da werden wir später nochmal drüber reden. Und dann gibt es S-Net, das ist ein komplett offline funktionierendes Mesh-Netzwerk. Da werden wir später drüber reden. Also das Paket, hier sieht das Paket, so sieht das Paket aus. Wenn man auf diese URL geht, da unten, sehen wir, was das nächste Woche im Paket ist. Man kann die Medien teilweise auch runterladen. Aber man kann nur sehen, was in der nächsten Woche da ist. Man kann auf die Webseite gehen und schauen, was die Leute dort sich anschauen. Außerdem, was auch dort ist, ist, dass es nicht eine Person ist, die dieses Paket macht, sondern die Information kann sich auch von jeder Woche zu Woche ein bisschen unterschiedlich sein. Also es gibt nicht eine einzelnes Paket, das in diesem Land jede Woche ankommt. Und das ist nicht, dass die ganze Festplatte neu ist. Also neue Daten ersetzen teilweise die älteren. Aber es gibt diese vor weitergehenden Satz von Festplatten, die Menschen benutzen, um große Mengen an Medien auszutauschen. Aber nicht, dass jede einzelne Person das kostet, die bezahlt, was das kosten würde, auch herunterzuladen aus dem externen Internet. Es gibt diese Standardpreise, die man da bekommt, aber man kann es auch günstiger bekommen. Zum Beispiel jemand bekommt so eine Platte und die teilt das dann auch mit den Freunden, damit das billiger bekommt. Ein Paket zu bekommen ist relativ günstig, wenn man zu einem Reparaturladen geht oder zu einem Laden, der so aussieht wie hier rechts. Das ist eine Person mit einem Laptop und vielen USB-Sticks und dann gibt es da in der Nähe einen Platz, wo ein Paket zu kaufen ist, mit einem Dollar oder ähnlich. Das ist ein tolles Video, wir haben das Ding hier unten. Es redet darum, wie dieses El-Paket funktioniert. Die gehen da ziemlich genau tief rein und man kann sehen, dass da man kann die URL sich dann anschauen. Unsanktioniertes WLAN. Internetverbindungen sind teuer und die Geschwindigkeit ist auch nicht schnell. Das heißt, man kann bis zu 1 Megabit pro Sekunde bekommen, wenn man in das WLAN geht. Und das ist nicht gut. Man kann vielleicht ein schlechtes Video anschauen. YouTube ist sehr unzuverlässig. Und Menschen wissen, dass die Netze nicht gut sind und die benutzen dann Connectify, mit dem man ein WLAN zum WLAN sich verbinden kann und melden sich dann bei der Seite ein und
verkaufen dann diesen Zugang zu den anderen Benutzern. Das heißt, man hat ein Megabit, der zwischen mehreren, zwischen 6 oder mehr Leuten geteilt wird. Aber weil das billiger ist, benutzen diese Leute diese Option. Es gibt dann auch noch andere Sachen. Zum Beispiel, könnte jemand sagen, was mit dieser Login-Seite falsch gelaufen ist? Ist es unsicher? Genau. Also für eine sehr lange Zeit hatte diese WLAN kein HTTPS, sie hatten HTTP. Punkt. Und am Anfang dieses Jahres haben sie HTTP benutzt, aber sie haben das noch nicht für das Benutzerpanel benutzt, aus irgendwelchen Gründen. Und das ist sehr lustig, weil Leute immer noch Router da aufstellen, die dieselbe SSID benutzen und Kopien von dieser Seite und können damit die Account-Details klauen. Und das ist nicht eine nette Sache, wenn man das sieht. Wenn jemand sieht, dann bitte meldet das der Polizei. Man muss auch sagen, dass es inzwischen HTTPS gibt. Es ist immer noch viele Möglichkeiten, wo eine echte Verbindung ist, aber die Login-Seite immer noch HTTP ist und ist immer noch nicht überall verfügbar. Sie haben versucht, das so zu fixen, dass sie diese Woche einen Artikel in einem der wichtigsten Nachrichten in dem Land erzählt hat, das erklärt. Und sie spricht wahrscheinlich kein Spanisch, also übersetze ich das gerade. Es gibt ein paar Probleme mit dem Zertifikat für diese Seite und das erzählt, dass man da nicht auf Continue sagen klicken darf und versuchen zu erklären, wann die Seite sicher ist. Also das ist ein Vorteil, aber das ist bei weitem nicht ausreichend. Also zumindest noch nicht jetzt. Eine Ableitung von diesem ganzen Bild ist auch, dass wir realisiert haben, als wir darunter, als ich nach Kuba gefahren bin, mir das anzuschauen, ist, dass auch diese ganzen Institutionen Internet haben. Also wenn man eine Universität ist oder eine Firma hat, dann kann es sein, dass diese Entität eine größere Verbindung zu dem Internet hat, mit einer staatlichen Entität, dass man einfach mehr Verbindungen hat. Zum Beispiel die Universität von Havanna hat einen Internetzugang, der verfügbar ist, und die Universität selber macht dann ein Quotasystem da drauf. Also für Universitäten ist das jeder Student jeden Monat oder jede Woche eine Quote hat, zum Beispiel 800 Megabyte im Monat, Angestellte ein bisschen mehr. Es ist immer noch nicht sehr viel, aber um die ganzen Leitungen und so über ziemlich viele Leute auszuteilen, bedeutet das, aber es gibt immer noch diese Alternative, wo Leute viel Strategie aufbauen. Das heißt, wenn man eine kurze Zeit hohe Bandbreite möchte, geht man zu einem, der parkt, und man bezahlt die Stunde Wi-Fi. Und wenn man über ERC sein möchte und etwas, was sehr wenig Bandbreite macht, dann nutzt man die Universitätsverbindung, die darauf ausgelegt ist, wie viel man Daten verbraucht und nicht wie lang, in welchem Zeitraum. Es gibt dann auch noch dieses Infonet-System, das ist eine Einwahlmethodik für Doktoren, und das ist die Kosten nur ein Telefonkanal, und man kriegt ziemlich viel, man kann Zugang zu professionellem System, aber auch limitiert über diesen Einwahlsystem. Das sind andere Systeme, die zu einem gewissen Anteil der Individuen oder an gewissen Orten möglich sind, die so ein bisschen dabei helfen, mehr zu diesem Internet zu kommen. Was wir in Havanna festgestellt haben, ist, dass es zu diesem größeren System verbunden ist, dieses das Universitätsnetzwerk. Und was das bedeutet, also praktisch bedeutet, ist, dass man in der Universität in Havanna können wir 10 Punkt irgendwelche interne IP-Adresse auf dem LAN bekommen. Das sind Universitätsadressen, und das war Teil eines größeren LANs, das verschiedene Universitäten miteinander verbindet. Das heißt, wenn man zur richtigen Seite geht, dann gibt es 26 Entitäten, die da Mitglieder sind, und dieses Netzwerk, also das praktische Netz, ist in einem 172.13
16 und man kann die ganzen anderen 10 Punkt irgendwas Präfixes reden. Das heißt, man kann seinen Traffic zu anderen Universitäten senden, ohne dass es jemals ins öffentliche Internet kommt. Und darum gibt es dieses LAN innerhalb diesem Land, wo das nicht rausgeht, aber man kann trotzdem mit sehr hohen Bandbreiten mit den anderen Teilen des Landes austauschen, ohne dass es gegen die Quota geht. Das heißt, wenn ich wissenschaftliche Daten zu einer anderen Universität übertragen soll, oder das geht auch wie diese Pakete-Daten zu einer anderen Stadt weiterkommen, damit auch der Inhalt dort weiter ausgetauscht wird. Es gibt diese Plätze, wo diese Orte, wo günstigere Verbindungen existieren. Und lasst uns jetzt über SNET oder SNET reden. Was dieses StreetNet oder wie das realisiert wurde, wir versuchen auch zu beantworten, wo das herkommt, wer das entwickelt hat. 2008 gab es in Havanna viele Spiele-Communities und Leute haben LAN-Partys gemacht. Und es war ziemlich komisch, zu einer LAN-Party zu gehen, wo man einen großen CRT-Monitor hatte und den ganzen Tower-PC. Und warum haben Leute etwas Permanenteres für diese LAN-Partys entwickelt? Leute haben beschlossen, dass man einfache Kabel zwischen einzelnen Häusern austauscht und Switches da einbaut. Und darum hat man in einer in einem lokalen Ort ein Netzwerk hat. Und wenn man jetzt eine Person so oft kämpft, dann haben Leute herausgefunden, oh, da gibt es 2 Kilometer weiter ein ähnliches Netzwerk, können wir damit verbinden. Und darum wurden Router eingebaut und die ganzen relativ kleinen Netzwerke wurden zusammen verbunden, ein riesiges Netzwerk. Und wenn ich groß sage, dann ist riesig ein gutes Begriff. 100.000 Benutzer sind in diesem Netzwerk, ausschließlich in Havanna. Is up to 100.000 users in Havanna alone, and it's fully. Es sind 100 Nutzer in Havanna und es ist komplett vom Internet getrennt. Es ist ein Internet für sich selbst. Und wir wollen euch ein bisschen zeigen, was wir innerhalb des Netzwerks gefunden haben. Das ist für die in Kuba waren, das ist Havana City, meine Heimatstadt. Das ist die abgeschätzte Verbreitung des Netzwerks. Diese Gebiet ist. The purple and the black spot is fully covered as well. And most of the highly dense die meisten der dicht besiedelten Gebiete sind mit diesem Netzwerk abgedeckt. Die benutzen keine optischen Kabel, sondern es ist Wi-Fi und normale Netzwerkkabel. SNET ist nur nicht in Havanna, sondern auch in anderen Städten. Let it be said, these cities are not connected between them. Diese Städte sind nicht untereinander vernetzt. Und die sind nicht notwendigerweise als S-Netz bekannt. And you will see a link down there. That link will explain what happened to the version of S-Net in Pinar del Rio. It's in Spanish. Und ihr werdet sehen. Und ihr werdet sehen, was unten ist. Es ist hauptsächlich in Spanisch. Was wir sehen, wenn wir von SNET reden, wir haben diese Nachbarschaften, die sich entwickelt haben. Da gibt es diese zentralen Punkte, die Säulen genannt werden. Das ist die Person, die verantwortlich ist für dieses Netzwerk und auch der Platz, das in der Regel deren Apartment ist. Der Typ hat in der Regel mehrere Computer, WLAN-Antennen und Router. Jeder dieser Säulen ist connected zu ein paar anderen Säulen. Und das ist der Rückgrat dieses Netzwerks. Und das verbindet zu Knotenpunkten. Entweder eine direkte WLAN-Verbindung oder eine Netzwerkkabelverbindung.
Und wenn jemand einen Switch hat und wenn jemand das Netzwerk zu dem nächsten Haus geht und dann zum nächsten. Und dann gibt es einen lokalen WLAN-Hotspot. Und so können die anderen da bleiben und sich mit dem Netzwerk verbinden für eine Weile. Esnet has no like one real central figure behind. Esnet hat keine zentrale Figur dahinter. Esnet ist läuft über die Admins und User-Meinungen fließen in diese Zeug ein. Up to point to some extent, the actions of the users really matter within the network. Und die Aktionen der Nutzer spielen wirklich eine Rolle in diesen, innerhalb dieses Netzwerks. Und dann lass uns über die Hardware reden. Wir haben da diesen kubanischen Knockoff von Craigslist. Da das hier ist innerhalb von Esnet bekannt als das beste Router. Und das ist wirklich gut für das, was wir tun. Und das ist das, was wir bis jetzt benutzen. Und ihr könnt den Preis in den USA sehen. In den USA ist es $81. Und in den Kuba ist ein bisschen mehr. Und es ist immer noch etwas, was man bezahlen kann und was eine gute Hardware ist. Die Router sind nicht so teuer, die kosten 120 oder sowas. So, my involvement of this, I guess, began after 2016. Ich bekam 2016 involviert in das Projekt und am Ende 2016, da war eine Konferenz, KubaCon. Es war eine großartige Konferenz über offene Software. Und hoffentlich wird sie dieses Jahr noch laufen. Und wir sind einander gerannt und getroffen und die innerhalb der Open Source Community und dann haben wir über Esnet gehört. Und über den Zeitraum von 2017 habe ich mit mehreren Kollegen versucht, dieses zu dokumentieren. Es gibt dieses faszinierende Netzwerk. Und wir haben im technischen Sinne nichts, ob es tatsächlich existiert. Es gibt Gerüchte, aber es hat noch nicht die Beachtung bekommen, die es verdient. So how did we do this? Wie machen wir das? Nachdem wir uns zuerst mit ihnen verbunden haben, haben wir verschiedene Leute, die damit arbeiten, geredet und haben versucht zu verstehen, was es bedeutet. Wir sind zu unterschiedlichen Orten gegangen, wir haben für die physikalischen Teilen von diesem S-Netzwerk in der physikalischen Welt gesehen, diese WLAN-Router und die Antennen, und dann haben wir uns da verbunden und haben versucht, ein paar technische Analyse durchzuführen. Wie groß ist es denn? Was läuft denn da drauf? Was ist dieses Ding? Also aus einem technischen Standpunkt aus. Und wie das aussieht, was sind die Präfixen, was ist dieses lokale Netzwerk? Und dann können wir verstehen, wie viele Server da laufen. Was für Server sind da? Was glücklicherweise gibt es ein partiales Namenssystem, wo abhängig davon, wie man verbindet, entweder bekommt man ein DNS automatisch provided, oder man kann auch DNS-Namentransfer bekommen, um die ganzen Namen zu bekommen, diesen benannten Namen zu bekommen. Dann kann man verstehen, was da passiert. Und dann haben wir WGate-Crawling gemacht. Wir haben so viele Webseiten versucht zu bekommen, wie wir kriegen konnten, und um festzustellen, was sind da die Services, wofür wird das denn benutzt? Und dieses hat dazu geführt, dass wir ein kurzes Paper bei dem Internet Measurement Konferenz vom November, das könnt ihr euch anschauen, da gibt es sehr viele technische Details darüber, wie dieses Netzwerk aufgebaut ist. Topologisch, so sieht Traceroute von unserem Punkt aus. Man sieht diese roten Knoten im Zentrum, das sind die unterschiedlichen Pillars, die sind ziemlich gut miteinander verbunden. Man sieht an denen dann Knoten. Viele dieser
häufig hat man diese variable Firewall, wo manchmal ein Pillar oder ein der Knoten wieder ein NAT einrichtet, dass man nicht dahinter sieht, was da passiert. Das ist eine Grundsicht darüber, wo das erste Schicht von Netting passiert. Es gibt viel dahinter und man sieht viele WLAN-Knoten, die man einfach nicht sieht. Aber das ist die Serverinfrastruktur, was die permanenten Services, die laufen, nicht die Endbenutzer, wo man noch so viele größere Zahlen bekommt. Um etwas klarzustellen, die Namen von 100.000 Benutzern ist das, was wir vermuten, dass existieren, weil das die Anzahl der IP-Adressen sind, die wir gefunden haben. Wir vermuten, dass es einen Benutzer pro IP-Adresse gibt, aber es kann auch viel größer sein. Also bei das S dann viel größer ist. Hier ist ein Beispiel für einen dieser initialen Seiten, auf denen Leute häufig sind. Das ist das Scope Directory. Das ist eine benutzermoderierte Liste von beliebten Services und auf der Seite hat man dann was wir dabei herausgefunden haben, was da für Services sind und welche unterschiedlichen Sachen benutzt wurden. Das war Gaming, das war der Anfang von dem Ganzen. Gaming-Seiten sind immer noch das beliebteste. Es gibt viele Gotha-Gruppen, Software herunterladen, Gruppen mit ihnen oder gegen die man spielen kann. Es gibt aber auch die erwachsende Eigenschaft, die wir toll sehen, ist, dass es sehr viel Foren gibt, dass es sehr viele Chat, der da aktuell läuft, Leute benutzen das, um tägliche Kommunikation darüber zu machen. Und dann gibt es auch diese Referenzen. Es gibt viele Spiegel, Stack Exchange, also Wikipedia-Kopie. Und wenn man sich das Technische anschaut, das ist eine Gruppe, die ihr eigenes Netzwerk gemacht hat. Es gibt viele Open-Source-Software-Repository-Spiegel, dass man in seinen eigenen NPN- oder Python-Pakete lokal vorgehalten hat. Es gibt ein paar Dateiaustauschverfahren, es gibt ein paar Firmen oder Verkaufssachen, die darüber laufen. Das ist auch die Webseitenanteil von diesem Netzwerk. Was wir mit den Administrativen geredet haben, ist, dass viel der unterliegende Kommunikation, wie das gemanagt wird, ist immer noch nicht über diese Webforen ist, aber innerhalb von Teamspeak oder Jabber oder ERC oder sowas. Das heißt, es gibt viel anderes, was da auch noch parallel dazu läuft. Das ist einfach nur eine Scheibe davon. Und wir sehen 3000 aktive Webhoster. Das heißt, eine signifikante Anzahl von Webservern laufen da, die Teil von diesem Netzwerk sind. Was auch noch zu sagen ist, auf der anderen Seite, das Scope, das ist eine der vielen Seiten, die existieren, um festzustellen, ob eine Seite funktioniert oder nicht innerhalb dieses Netzwerks. Okay, lass uns jetzt mal ein paar weitere Screenshots anschauen, um einfach zu verstehen, was wirklich jetzt passiert. Das ist Tavannanet, das ist eins der Homepages von so einer Umgebung. Diese Säule hat diese Eingangsserver, diesen Zugangspunkt, und da sieht man die üblichen Links oben. Sie haben einen Wikipedia-Clone oder Spiegel, sie haben die Leute sehen. Die benutzen was ähnlich ist wie Handles. Pseudonyme sind sehr häufig auf diesem Netzwerk, anstatt dass man eine wirkliche Identität benutzt. Denn die Sachen, die aktuell in der Umgebung passiert. Also zum Beispiel, worum geht es mit dieser Säule? Das ist, was an dieser Spiegel-Mirror-Seiten aussieht. Das ist ein Wikipedia-Mirror, aber auch andere Scheiben, zu denen man Zugang bekommen kann, die dort gehostet werden. Also viele unterschiedliche Sachen werden da dann vorgehalten. Spielseiten, neue Sachen, das Anliegen, die man spielen kann. Hier ist eine Dating-Applikation. Und dann eine der Untergruppen, die wir am spannendsten gefunden haben, war, dass es dort diese Untercommunity, die NetLab heißt, die arbeitet an quellenoffener Software und Technologie. Und es gibt ein Forum, das ist NetLab-Forum, wo technische Diskussionen stattfinden. Aber sie haben ihre eigene GitLab-Instanz, das heißt, sie haben Community. Quellcode-Erstellung, die da passiert. Es gibt Corolla, das ist eine Suchmaschine innerhalb des S-Nets über Inhalte in diesem S-Net, was sie selber gebaut haben. Das heißt, jetzt ein eigenes Open-Source-Git-Repository, der ganze Code hinter der Search Engine beinhaltet, von der Search Engine, die sie selber gemacht haben. Es gibt auch Bücher und ähnliche Sachen aus dem echten Netzwerk, die
aus dem echten Internet, die auch in dem Netzwerk vorhanden und gespeichert sind. Und eine Administratorin, die da, mit der wir geredet haben, ist, dass es zu einer Situation ist, wo, wenn er Fragen über Android-Telefone hat, die für Kuba spezialisiert worden sind, und dieses NetLab-Forum ist häufig besser als das externe Internet, weil jetzt müssen sie darüber reden, wie kriegen wir diesen Inhalt aus unserem Netzwerk und exportieren wir es, wie können wir das in das echte Internet exportieren? So, rules. Regeln. Alles hat irgendwelchen Regeln zu folgen und im Fall von Snet ist es nicht anders. Die erste Sache, die ihr finden könnt, ist der Havana Piler. Das sind Regeln. Es ist eine offenes, sehr offen gesehene, sehr häufig gesehene Regeln. And stuff like that, which are in accordance to the rules of the country. Welche an die Regeln des Landes angepasst sind. Und Regeln innerhalb von eines Landes können nicht gebrochen werden, weil man sonst ins Gefängnis geht. Und wenn man das gemacht hätte, wäre es nie so groß gewesen. Und man kann sehen, dass es etwas ist, auf das die Gemeinschaft sich entschieden hat und wie das etwas getan wird. Man kann sehen, bis einen Service zu auszuschließen oder ganz rauszuschmeißen. Das wird entschieden bei allen allen Node-Usern. Das andere, was wir hier sagen, das ist eine Sammlung von Regeln, die herumgegeben wird für die Langzeitstabilität des Netzwerks. Man möchte, dass es bleibt und dass es. Und man gibt halt Regeln, dass man keine Bridge zu dem Internet bauen soll. Und dann wird man. Und andere Regeln sind für Sachen, die technisch geregelt worden sind. Da gibt es eine Spannung zwischen den Spielern, die niedrige Latenz haben, und den Leuten, die Dateientransfer machen wollen. Und einige dieser Regeln sind der Regel nur in ungeraden Stunden zu machen. Und die durch die Spielzeit wird man wird die Verbindung gekappt. Das ist ein sehr effizienter Weg, um das einfach zu lösen. Wir haben hier das eines der populärsten Foren in diesem Snet. Es ist eine große Community, die tun Geschichten, und die Anzahl der Nutzer in dieser einen Seite ist 56.000. Das ist eine wirklich große Anzahl an Nutzern. Als wir diese Messung gemacht haben, 30% dieser Nutzer waren Frauen. Das war der 1. Mai 2017 um 16 Uhr, wenn ich mich richtig erinnere. Da waren über 500 aktive Nutzer. Und das war ein Tag, an dem viele Paraden waren und wollte geschlafen haben. So, es war eine sehr besondere Zeit. Also in der normalen Zeit, an einem Tag zu der Uhrzeit, 5000 Leute sind auf diesem Forum und posten irgendwas. Und das System crasht. Oh mein Gott, das System crasht. So there's a bunch of pain points here, right, in terms of how is this network evolving. Da gibt es einige Punkte, wie dieses Netzwerk sich entwickelt. Eins, was man wirklich sehr bemerkt, dass die Kosten der Infrastruktur war ein limitierender Faktor. Das ganze Netzwerk, was wir hier sehen, ist unter $100, wenn man das in der USA kauft. Das limitiert, wie weit man wachsen kann. Wie groß der Router ist und wie viel Gigabyte man durch diesen Router bekommt. Und man hat dieses Netzwerk. Wenn man da rausgeht, dann hat man eine ziemlich hohe Latenz und das Routing zwischen den Säulen. Und dann hat man Kreise in diesem Ding. Und dann gibt es diese zwischen den. Und dann die Identität ist ein Problem. Da gibt es keinen E-Mail-Service. Wenn du dich registrierst,
Du registrierst dich mit irgendwas, was in diesem E-Mail-Feld ist. Wenn du eine Seite betreibst, die Code aus dem Netzwerk, Internet dahinstellt, und das dann auch, wenn du dein Passwort vergisst, dann hast du ein Pech. Da gibt es keinen Prozess, das Passwort wieder zurückbekommen. Software-Updates sind auch ein Problem. Die Software ist in einigen Fällen bis zu 8 Jahre alt oder nicht geupdatet. Das ist eine sehr lange Zeit zwischen den Updates und wir hoffen, einiges zu updaten. Und das ist ein weiterlaufendes Projekt. Das ist einer der Effekte, wenn man aus dem Internet so weit weg ist, sodass es manchmal schwierig sein kann, was man normalerweise sonst nutzt. Und dann gibt es Konflikte und die Organisation der Gemeinschaft. Wenn zwei Säulenadministratoren haben einen Konflikt, das kann das Netzwerk zu einem Stillstand bringen. Wo es darauf hinausläuft, dass eine Säule zwei Teile des Netzwerks zusammengehalten hat. Das war eine schwere Zeit. Leute haben dann geredet und dann haben einige Sachen einfach aufgehört. Und Leute waren in der Regel, das zu klären. Right, and this is I think there is this hopeful. Und da gibt es diese hoffnungsvolle, aber vorsichtige Optimismus. Die Hurricanes, die über den Sommer passiert sind. Es hat das Problem der letzten Meile gelöst, weil da überall diese Netzwerkstecker sind. Und das hat dieses große Potenzial. Und wie kann man dieses Ding. Wie wird sich das weiterentwickeln und wie wird es weiterhin eine Rolle spielen? Und wie wird dieses Ding am Ende sich weiterentwickeln? I guess we have some takeaways. Kuba hat ein Netzwerk und wir haben dieses Bild, wie das offizielle Internet sieht, aber das mehr zu dieser Geschichte. Da gibt es viele Fähigkeiten, wie man Sachen zum Laufen bringt. Esnet ist eines der größten Mesh-Netzwerke in dieser Welt. Ein Punkt, den wir nicht hinzugefügt haben, bitte benutzt nicht Telekom-Struktur. Bitte. Also er bittet Freifunk darum, nicht die Telekommunikation-Infrastruktur zu benutzen, sondern ihr eigenes Netzwerk aufzubauen. Erstens diese faszinierende Technik, von der wir unserem Wissen viel lernen können. Und wir können aber auch viel davon lernen, wie dieses Phänomen am Wachsen gehalten wird. Weil was wir häufig sehen, ist, dass wenn wir diese Bewegung bekommen, wir brauchen mehr Interkonnektivität, wir brauchen mehr Zusammenarbeiten. Und das kann größere Infrastrukturentwicklung führen, wenn Leute zusammen verbinden und ein Rückgrat bauen. Wir bauen dieses Community-Netzwerk und das ist wichtig für unsere, parallel zu unserer existierenden Konnektivität. Und in Estate passiert das, das ist nicht passiert. Es gibt keine offizielle Internet-Service-Provider, der sagt, oh, ist offensichtlich, das ist wichtig und lass uns mal ein bisschen lösen. Und das führt dazu, dass diese neuen Netzwerkaufbau gekommen ist. Also der letzte Punkt ist, lass uns mal darüber reden, ist diese schlecht verbundene Verbindung ist spannend und wir müssen auch ein paar Leuten danken. Zum allerleuchten die Leute, die beim Chaos Communication Congress, die uns sehr viel dabei geholfen haben, das Ganze zu untersuchen. Außerdem verschiedene andere Leute, Raven zum Beispiel, wo auch immer du bist, vielen Dank. Du hast mir geholfen mit meinem ersten Tag hier in Deutschland und ja, vielen Dank.
Und natürlich auch in Kuba. Ich habe natürlich ein paar Freunde in Kuba, die wissen wahrscheinlich, wer sie sind. Also, ich kaufe euch ein paar Biere, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Also, was wir jetzt aktuell sehen, ist, dass wir diese Sache unterstützen können, diese ungehörten Stimmen ein Verhör verschaffen. Das ist etwas, was relativ wichtig ist und was wächst und das für einige Leute zu Hause ist, was richtig spannend ist. Und das ist ein Teil vom Ethos, den hier herzubekommen. Es gibt einen IRC-Kanal, der seit Monaten ab und zu mal jemand hat sich verbunden und sagt, was ist das aktuellste Problem, und viele Leute in Deutschland und überall sonst sagen, was die nächste Dokumentation, die uns aktuell fehlt, um dieses Problem für das nächste Mal zu lösen, wenn er wieder Internet bekommt und das wieder zu reparieren. Und ich finde, das ist wichtig und erklärt, was die Umgebung beim CCC ist. Was ich richtig spannend finde, dass es diese persönliche Autonomität ist und dass man einfach Leute Sachen tut. Und dieses Tu-Wat-Motto, zu dem wir hoffen, dass wir hoffen, aufbauen. Und ich möchte den Leuten, die hier sein sollen, helfen, weil sie so viel mehr zurückbekommen, wenn sie hier sind. Also, vielen Dank. Außerdem müssen wir auch darüber nachdenken, wie wir einen Kongress aufbauen, eine Gesellschaft aufbauen, wo wir diese Personen nicht so dringend brauchen und dass Leute, die hier sind, sein wollen, hier einfacher hierher kommen können. Wie kriegen wir diese Zugangsbeschränkungen reduziert? Also eine Geschichte, die ich erlebt habe, ist, wir hatten einen Vortrag auf der Internet Measurement Konferenz und wir wollten schauen, wie jemand von Kuba nach London kommt. Und man muss da was Monate vorher etwa eine Anwendung ausfüllen. Das Geld würde so passieren, dass man muss wissen, wie teuer es ist, Monate vorher hinaus, und dann ist es ein Cash-Check zu der Institution, und das ist ein Ding, das nicht gut mit diesem System funktioniert, wenn man nicht in Western Europäischen oder Europa ist oder in den USA. Und wie diese Sachen, die in unserem System funktionieren, als einer der ein Akademiker aus den Amerika, also die Universität, die ich kenne, ist, weiß, das wird das Geld vorstrecken und herauszufinden, wo diese Grenzen sind, die wir gar nicht mitbekommen, und wie wir durch die durchkommen, ist eine Herausforderung, die wir weiterhin haben und weiterhin haben sollten. Und dann sollte ich auch noch sagen, eine seriöse letzte Notiz ist auch eine Nachricht, die zu einem gewissen Punkt zurückgeht auf die Unterschiede, die wir hier auf dem Kongress haben. Wir hatten Fehler, die wir uns genauer anschauen sollten und akzeptieren sollten. Und wir müssen auch darüber nachdenken, wie wir einen Platz erstellen, der willkommender ist, der aber auch sicher ist. Und für mich ist das die Idee, wie bauen wir den Kongress, den wir haben wollen, auf, und wie können wir zusammen daran arbeiten, dass der Platz, dass ein guter Platz ist für uns und gleichzeitig sicher ist für die Opfer. Also, bevor wir jetzt gehen, wollen wir noch ein paar Fragen und Antworten stellen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann ist das hier unser Twitter-Handle. Sendet uns eine Nachricht. Wir können aber nicht garantieren, dass wir überhaupt antworten. Thanks a lot. Thanks a lot for this awesome talk. Thanks a lot for this awesome talk. Please give a big round of applause, and there are. Bitte gebt eine große Runde Klaus, und es gibt viele Zeit für Fragen. Dann geht zu den Mikrofonen und fragt eine kurze Frage. Und wir möchten Fragen und keine Kommentare. Danke für den großartigen Talk. Also, sind da irgendwelche rechtlichen oder politischen Hürden, um Hardware nach Kuba zu schicken?
Also zuerst muss man sich die Regulation von an der Grenze zu küssen. Ansonsten sollte das kein Problem sein, aber ich weiß es nicht und ich rate aktuell nur, aber ja, es sollte nicht unmöglich sein, aber versucht DHL zu verwenden für sowas, weil das Postservice nicht so zuverlässig ist. Es dauert eine Weile. Thank you. Question from microphone number two, please. Die Frage von Mikrofon Nummer 2. Danke für den großartigen Vortrag. Ich wundere mich, ob Schadsoftware ein Problem ist, da ja so ein großes Netzwerk läuft und mit so viel alter Software. Ich würde annehmen, dass das ein großes Problem ist. Oder es gibt da irgendwelche Sicherheit, die in irgendwo in das Netzwerk eingebaut ist. Oder es ist einfach kein Problem, weil die Klienten nicht direkt zum Internet verbunden sind. Ja, so ein bisschen mit allem. Also zuallererst Verschlüsselung. In Kuba ist Verschlüsselung von einem Gesetz aus 2002. Das heißt, man braucht eine Erlaubnis, um irgendeine Art von Kryptographie zu verwenden. Das ist nicht, stimmt nicht, weil jedes Mal, wenn man einen Computer anloggt, dann braucht man Hashes und das ist nicht sonderlich gut. Aber Estet versucht damit ordentlich zu sein. Das heißt, Daten irgendwo zu verschlüsseln, ist etwas, was nicht gemacht wird, wenn Estet weiterlaufen soll. Melba, ja, viel. Ich habe ein paar Teile davon geschrieben und Leute werden betrinken sich und ja, Malware ist ein Problem und in den Software Repositories haben wir Lösungen für viele Beispiele, Microsoft Windows und Linux und Kaspersky und Avast und so weiter. Eine große Anzahl von Antivirus-Software, die wöchentlich upgedatet wird. Also in der Regel kommt das im L-Paket. Viren sind ein Problem, aber Leute wissen nicht, wie sie Antivirus updaten können. Das ist ein Problem. Und der große Vorteil ist, dass man offline ist. Und das heißt, was kann die Malware machen? Sie kann die Daten nicht rausbringen. Es kann keine Werbung zeigen. Also häufig ist das so ziemlich harmlos, aber es kann immer noch die Festplatte kaputt machen. Und das ist ziemlich blöd, wenn du das nicht repariert kriegen kannst. Aber häufig ist das kein so großes Problem. Weil ja, für die Malware sich da auch nicht wohlfühlt. Danke für die. Und mehr Fragen. Und dann eine Frage aus dem Internet. Gib mir eine Frage. Eine kurze Frage für Esnet. Wie war Esnet vor dem Embargo? Habt ihr Lösungen besprochen, diese Netzwerke zu verbinden? Was würde das kosten? Okay, mach mal zurück. Okay, great. So, let's take. Jetzt gehen wir mal zurück zu dieser Folie. Schauen wir mal, wie groß. Sehen wir uns mal Kuba an. Wenn wir Havanna sehen, dann ist es ziemlich flatt und dann ist es relativ einfach. Aber sobald man weiter nach unten geht, gibt es da sehr, sehr große Berge und es ist ziemlich komplex dort Sachen durchzufahren. Und in manchen Orten geht das eventuell, wenn man ordentliche Radios dorthin senden würde. Und da gibt es Sachen, die Leute versuchen, das ist noch nicht wirklich getan worden. Und ja, aber die groß grundlegende Sache ist Software-Defined Radio für diese großen langen Uplinks. Vor dem Embargo sah es ziemlich genauso aus. Also das Embargo ist noch nicht wirklich aufgehoben worden. Sie haben USA versucht, das wieder einzuführen und haben sie wieder sein lassen. Und ja, Esnet hat sich nicht signifikant verändert. Es wächst, aber es wächst seit 2008. Insofern ist da kein signifikanter Unterschied. Mikrofon Nummer 3. Zwei Fragen. Eine bitte. Wie werden die Netzwerke finanziert? Geht da jemand raus und sammelt Geld oder ist das Ideologie? Wird das Netzwerk was dann? Okay, ich antworte eine der Fragen. Die erste Frage ist, wir können später über die zweite reden. Wie finanziert sich Esnet? Leute bezahlen in der Regel $1 pro Monat zu den
Pilers und den Knoten. Einfach, falls irgendwas kaputt geht oder irgend sowas passiert. Oder irgendwie ein Upgrade notwendig wird, benutzt man in der Regel so ungefähr $1 im Monat. Das ist nicht sonderlich viel. Das ist ungefähr, was eine Stunde Internet kostet. Das ist wie Essen, das sich selber finanziert. Es passiert nicht überall und manchmal sind die Preise ein bisschen anders oder es ist ein Piler, der gute Struktur hat. Wir sehen auch, dass viel zusammengebaut wird. Also irgendeiner hat eine Festplatte gekauft und Leute haben versucht, die bezahlt zusammen und wird zusammengearbeitet. Aber es wird von der Community selber bezahlt. Mikrofon Nummer 1. Eine Frage. Viele dieser Sachen erinnern mich an unsere 90er. Wie das WPS von den 90ern. Ja, ich habe mal ein WPS gesehen, aber es ist ähnlich zu den Internet Service Providern aus den 90ern. Manchmal versucht man eine ordentliche Router zu finden zu der Seite, auf die man möchte, weil die irgendwie in der Nacht sich geändert hat. Und Weiterleitung funktioniert nicht immer und Sachen gehen kaputt und Leute werden um 4 Uhr angerufen. Hallo, warum funktioniert dieser Service aktuell gerade nicht? Aber ja, es ist so ein bisschen wie die BBSs in den 90ern, so fast. Mikrofon Nummer 4. Wie kommunizieren die unterschiedlichen Städte, sodass die Software auf dem gleichen Stand ist? Aktuell, das habe ich am Anfang gesagt, keine Städte sind miteinander verbunden. Das ist etwas, was wir noch nicht machen können, weil der Abstand ist einfach 200 Kilometer groß und ich habe jetzt noch keinen WLAN-Router gefunden, der 200 Kilometer überbrücken kann. Wenn du einen siehst, sag mir bitte und dann versuchen wir mal den zu kaufen. Aber die Antwort ist, jede Community ist einzeln selbstständig. Die haben eventuell noch nicht mehr dieselbe Name oder so. Es sind diese einzelnen Netzwerke, die in diesen Städten existieren. Okay, wow. Mikrofon Nummer 3. Führt das zum gewissen Druck auf die tatsächlichen Telefonfirmen? Nicht wirklich. Wir versuchen, so weit weg zu bleiben von dem Internet Service Provider. Wir versuchen nicht, deren Internet zu verbinden. Wir versuchen nicht. Wir wollen mit denen zusammenarbeiten, wenn sie mit uns zusammenarbeiten wollen. Aber aktuell arbeiten wir an denen vorbei oder neben denen her. Wir versuchen den Leuten Netzwerkservice zu geben und eine Möglichkeit zu geben, zu chatten und zu spielen. Okay, and we have one more question. Eine Frage noch aus dem Internet. Dear Signal Angel, please give us this one question. Yes, thank you. And what about satellite internet or telephone? Was ist mit Satelliteninternet oder Telefonleitung, um die Städte zu vernetzen? Zuallererst sind wir jetzt an der Stelle, wo es ziemlich teuer wird. Wir haben sowohl, was wäre die Motivation, diese zwei Stadtnetzwerke miteinander zu verbinden, weil das ist ein sehr langer Ping, da kann man kein LAN-Spiel mehr drüber spielen. Außerdem braucht man für Satelliten spezielle Lizenz, die ziemlich schwer zu bekommen ist. Und die Standard-Telefonverbindung ist entweder sehr langsam oder sehr teuer. Und wieder, warum würde man solche Kosten auf sich nehmen? Dadurch, dass man es so macht, wenn man das macht, dann ist es ziemlich risikoreich und diese Cross-Country-Links ist viel mehr über Kommerz und das führt dazu, dass der lokale Internet-Service-Provider meint, dass es in ihrem Business ist und das ist nicht die Community-Gruppe. Auch ein Netzwerk über die Telekommunikationsfirmen ist sehr gefährlich, weil wenn sie sagen, hey, wir wollen den Uplink nicht mehr, dann wird er einfach abgeschnitten und es funktioniert nicht mehr weiter. Also das ist keine gute Idee, irgendwo Telekom-Infrastruktur zu benutzen. Also bitte lasst es auch. Das war klar, danke. Gibt da jemand ein Mikrofon 6, ob ich den sehen kann? Danke.
Ich frage mich, ob das eine sehr geringe Latenz zwischen dem Netzwerk und dem der äußeren Welt, zum Beispiel um Software zu teilen. Ja, es gibt dieses Sneakernet von Leuten, die mit USB-Sticks rumlaufen und darum gibt es auch die ganzen Zugänge. Und ein Wikipedia-Mirror ist das eine Freund, der eine große Menge von Internetseiten zugegeben hat und es hat dann mit einem SNET-Server verbunden und dann gibt es da eine interne Kopie. Und sehr viele dieser Ressourcen werden über dieses Sneakernet, über das Mitbringen von USB-Festplatten ins Land geschmuggelt. Mikrofon Nummer 1, kurze Frage. Warum ist das offizielle Internet so langsam und schlecht? Ist das ein politischer Grund oder ist das ein technischer Grund? Das ist eine spannende Frage. Es gibt zwei kurze Antworten. Zum einen braucht man da Zugang zu Glasfaserkabel. Wir sind jetzt seit 2012 ungefähr damit verbunden. Das hat sehr lange gedauert. Und die Verbindung ist in Santiago de Cuba. Das heißt, die mussten durch den gesamtes Land roamen. Und das hört sich nicht so schlimm an, aber das in den letzten 5 Jahren passiert. Und ich verstehe, dass es dort riesige, große Probleme mit gibt, weil das ist ziemlich, ziemlich großer Aufwand für ein entwickelndes Land. Und das ist einer der Gründe. Und der andere Grund ist, dass sie wirklich glauben, und das ist etwas, was ich verstehe, ist, die glauben, dass WLAN die Lösung ist. Macht einfach nur Hotspots überall, das ist auch noch eine Lösung. Das ist kein Problem, es löst nicht Hochlatenz-Pings, aber es ist eine schwierige Frage, wie man das beantwortet, weil ich nicht genug Daten habe, um eine ordentliche Antwort darauf geben zu können. Was that the one part or both parts of your answer? That's my answer. Great. The second okay. part, you should not say in Spanish, it's not as polite. We might have left some time for a question that gets a short answer. Is there anyone at the microphone that has... Es sei irgendjemand an dem Mikrofon, der eine Frage hat, die eine kurze Antwort gebraucht. Niemand. Mikrofon Nummer 6. Ihr erwähnt, dass ihr Forum in dem S-Net habt. Sind da Stimmen von Opposition oder sind die sofort ausmoderiert? Ich bin nicht so viel auf den Forum. Das Forum, auf dem ich normalerweise bin, ist das Entwicklungsforum und die Leute dort sind so unpolitisch, wie sie möglich sind. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, zu irgendeinem Zeitpunkt wird das auseditiert, wenn ein Admin das angezeigt wird. Aber ich glaube nicht, also es ist nicht automatisch. Also es passiert nicht innerhalb von einer Spitzsekunde, aber es könnte eine Weile dauern, bis der Admin dann den Inhalt entfernt. Thanks a lot for this amazing talk. Vielen Dank für diesen großartigen Talk.